Die Graf-Stolberg-Hütte liegt in der Nähe der Diemelquelle. Von der Hütte aus hat man einen fantastischen Blick weit über das Sauerland hinaus. Die Hütte selber gehört zur Gemeinde Willingen-Usseln und liegt im hessischen Uppland. Die Hütte ist ein beliebter Treffpunkt für Wanderer, Gruppen, Ausflügler und Sommer wie Winter immer gut gefüllt. Der Betreiber Arndt Brünes setzt von Anfang an auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das gilt auch für die Entsorgung. Ja, das ist unser Fräsdepot. Ist eine Anlage zur Erfassung von Speiseresten. Das heißt, die Speisereste werden in der Küche mit Mülltonnen eingesammelt, werden dann zum Fräsdepot gefahren. Man macht die erste Arbeit ist einmal rücken, dass der Trichter angefeuchtet wird. Dann macht man den Deckel auf, schüttet die Speisereste in den Schacht, geht wieder mit dem Knie an den Taster, löst einen Wasserstrahl aus, der gerade hochspritzt und den Behälter reinigt. Der Behälter geht so vorgereinigt zurück in die Küche. Dann macht man den Deckel wieder zu, geht nochmal an den Knietaster und reinigt somit das Gerät. Die Speisereste fallen runter in den erdeingebauten Tank und warten auf die Entsorgung. Ja, ich als Gastronom habe mit dem Fräsdepot sehr gute Erfahrungen gemacht, weil es einfach ist. Man kann ganz normal entsorgen, man hat die hygienischen Aspekte, es ist geruchsneutral, es zieht nichts an und man entsorgt anders, man entsorgt organische Abfälle und nicht nur Speisenabfälle. Ja, Herr Deutschendorf, wir haben heute einen Termin an der Graf-Stolberg-Hütte, da ging es eigentlich um sinnvolle Abfallentsorgung von Speiseresten. Im Gespräch habe ich gesehen, Sie haben doch etliche Anregungen mitgenommen. Ja, das ist wirklich ein sehr vorbildliches und spannendes Modell, das hier entwickelt worden ist, um gastronomische Abfälle, um Speisereste nicht nur einfach, effektiv, sauber zu sammeln, sondern sie dann schlussendlich auch noch zu verwerten, in der Biogasanlage Energie draus zu gewinnen für Wärme und Strom. Und das ist Kreislaufwirtschaft, so wie man sie sich vorstellt. Und insofern ein wirklich sehr beispielhaftes Projekt. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch Vorbildfunktion hat. Und insofern wäre mein Wunsch, dass uns das mit noch viel mehr Speiseresten gelingt, sie so gut zu entsorgen, aber auch zu verwerten und daraus dann Energie zu gewinnen. Jetzt haben wir ja nicht nur die Gastronomie, es werden auch Krankenhäuser, Altenheime entsorgt. Wo es noch so ein bisschen Probleme gibt, das haben wir auch im Gespräch gehört, man würde das gern auch für Siedlungen anbieten, also für mehrere Häuser, dass dann vielleicht einmal im Jahr so 6 Kubikmeter entsorgt werden. Wäre das auch eine Möglichkeit? Also für jede Küche, jede Gastronomie, jede Großküche ist das natürlich eine super spannende Möglichkeit, ein sehr guter Entsorgungsweg, um das Ganze auch für Privathaushalte nutzbar zu machen, finde ich es auf jeden Fall eine sehr spannende Überlegung und fände es richtig, sich so ein Thema mal über ein Modellprojekt beispielsweise zu nähern und das auszuprobieren. Weil wenn es schlussendlich dazu führt, dass ein Quartier, eine Siedlung, ein Ortsteil sich langfristig über die Speisereste, die grüne Tonne, auch mit Energie versorgen kann für die Zukunft, wäre das sicherlich eine spannende und tolle Lösung, wenn wir in Zukunft uns klimaneutral ohne fossile Brennstoffe mit Wärme versorgen wollen, dann sehe ich da großes Potenzial und das sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Nun ist Hessen in manchen Bereichen Vorreiter. Das wäre ja auch was, wo Hessen wieder vorne sein könnte. Deswegen bin ich hier, habe wirklich ein sehr spannendes Gespräch geführt, nehme viele Anregungen mit und werden schauen, wie wir das weiter in die Breite, in die Fläche tragen können und natürlich auch, welche Chancen das für Hessen bietet. Danke.